Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu MV1, das Magazin, diesmal aus Althof, einem Ortsteil von Bad Doberan. Und Althof ist eigentlich nicht nur irgendein Ortsteil, sondern hier liegt tatsächlich der Ursprung der Münsterstadt, der Ursprung des Klosters Doberan. Mehr dazu gleich, jetzt für Sie erst einmal die Themen der Sendung im Überblick. Bauern in der Krise, Herausforderungen der Agrarpolitik. Weißer Ring, mehr Hilfe für Opfer. Ringen um Betreuungskonzept, 24-Stunden-Kita in Rostock. Und erfolgreiches Unternehmen Adiandruck in Roggentin. Und was sonst noch so los war im Land, das sehen Sie in unserem Blickpunkt MV. Die Kapelle hinter mir, die stammt aus dem 14. Jahrhundert. Die Ursprünge liegen allerdings viel weiter zurück. Schon 1171 wurde hier das erste Kloster Mecklenburgs bezogen. Ja, das wurde allerdings sehr bald zerstört durch neue Unruhen in dem ja gerade christianisierten Land. Und einen Neuanfang hat man dann in Bad Doberan an der Stelle des heutigen Münsters gewagt. Wenn Sie also mal das Münster besuchen, dann machen Sie doch auch mal einen Abstecher hier nach Althof. Ja, bei uns geht es jetzt weiter mit dem ersten Beitrag und da geht es mal wieder um die Agrarkrise, genauer gesagt um die Milchmarktkrise. Jeden Tag verliert der Landwirt Christian Karp knapp 2200 Euro. Und so ist die Kalkulation. Auf dem Hof Karp bei Kriewitz werden 800 Kühe gehalten. Täglich liefern sie 22.000 Liter Milch. Diese Milch wird von der Molkerei zum Preis von 25 Cent pro Liter eingekauft. Es sind 10 Cent unter dem Eigenwert. Die Rechnung ist schnell gemacht. Ein Minus von 2.200 Euro, Tag für Tag, Woche für Woche. Die Liquidität im Betrieb ist sehr angespannt. Es werden keine unnötigen Investitionen getätigt. Reparaturen werden zurückgestellt und wir fahren quasi im Betrieb auf Verschleiß. Die Lösung der inzwischen dritten Milchkrise innerhalb der letzten 6 Jahre könnten die Agrarminister der Länder in der bevorstehenden Konferenz womöglich finden. Mit anderen Vertretern des Bundesverbandes Deutscher Milchviehhalter, BDM, macht sich Christian Karp in wenigen Stunden auf den Weg nach Göhren-Labin. Dort ist eine Gesprächsrunde mit hohen Entscheidungsträgern angekündigt. Ihnen geben die Bauern die Schuld für die Misere. Uns wurde immer suggeriert, dass der Weltmarkt mehr Milch aufnehmen kann und dass der Bedarf auf dem Weltmarkt so groß ist, dass wir den nie zukünftig erfüllen werden können. Und jetzt hat sich durch das Russland-Embargo und die Wirtschaftskrise in China gezeigt, dass es dann doch ganz schnell in die andere Richtung gehen kann. Göhren-Labin. Hinter verschlossenen Türen läuft das Verbandsgespräch. Drei Agrarminister und mehrere Staatssekretäre stehen den Landwirten Rede und Antwort. Bauern aus ganz Deutschland tun ihr Leid kund. 10 Millionen Tonnen Milch wurden 2015 in der Bundesrepublik umsonst produziert. Diese Menge konnte der Markt nicht mehr aufnehmen. Der Agrarminister Mecklenburg-Vorpommerns nimmt kein Blatt vor den Mund. Der Kapitalismus zeigt dann sein wahres Gesicht. Wenn es zu viel Menge gibt, dann wird der Preis gedrückt. Und der Lebensmitteleinzelhandel drückt den Preis. Und das bedeutet unterm Strich, dass wir keine auskömmlichen Preise haben. Und das geht so nicht mehr weiter. 1.300 Milchviehbetriebe in Deutschland mussten deshalb 2015 aufgeben. Die Demonstranten haben Till Backhaus bereits zur Rede gestellt. Der Agrarminister hat einen Plan. Wir wollen mit der Molkerei, dass der Bauer, wenn er seine Milch abliefert, weiß, welchen Preis er bekommt, welche Menge er im Jahr liefern darf und soll, welche Qualität erwartet wird. Und viertens, wir brauchen dann einen Krisenmodus, wenn es wieder zu Turbulenzen kommt, an den Märkten, dass man dann wieder die Menge reduziert. Ungefähr das soll die Agrarministerkonferenz auch beschließen. Zumindest in der Theorie. In der Praxis jedoch sehen die Dinge ganz anders aus. Bei aktueller Preislage sind die Landwirte gezwungen, sogar noch mehr Milch zu produzieren. Sonst gibt es irgendwann gar keine Umsätze mehr. Ein Teufelskreis. Die Menge muss runter. Wir haben zu viel. Wir haben zu viel. Es ist nichts wert. Das, was wir hier haben, ist weniger wert als Mineralwasser. Und so kann es nicht sein. Dann wird in kürzester Zeit wird in Deutschland nicht mehr produziert werden. Die Milchbauern fordern eine einheitliche Mengenbegrenzung auf EU-Ebene. Eine ähnliche Struktur wie die OPEC in der Ölindustrie. Doch das Problem liegt anscheinend gar nicht in Brüssel. Also es gibt viele Länder in Europa, die diese Lösung wollen, allen voran Frankreich. Der große Blockierer ist nach wie vor Deutschland. Wenn Deutschland und Frankreich sich zusammentun, eine Menge kleinere Länder mitnehmen, dann gibt es Mehrheiten auf europäischer Ebene, um die Menge zurückzuführen. Nach 3 Stunden verlassen die Gesprächsteilnehmer nach und nach das Schloss Flesensee. Die Eindrücke einiger vor Ort, viel Gerede, wenig Konkretes. Irgendwann erscheint auch Till Backhaus. Er ist sichtbar ermüdet. Christian Karp kommt als Letzter an die frische Luft. Zumindest für Sie beide war die Begegnung kein hohles Gerede.
Das Problem ist allen klar jetzt. Und deswegen kann man auch nicht sagen, das wussten wir nicht, sondern da müssen wir auch der Zukunft Perspektiven ermöglichen und Konzepte entwickeln. Ich glaube, dass wir sehr konkrete Beschlussvorlagen vorliegen haben und jetzt müssen die verschiedenen Länder und der Bund sich zusammenraufen, um zu einem Ergebnis zu kommen. Die Gleichgesinnten warten schon ungeduldig auf die Ergebnisse. Viel Hoffnung kann ihnen Christian Karp leider nicht geben. Was auch immer die Agrarminister beschließen, muss noch umgesetzt werden. Irgendwann. Bis dato wird Christian Karp Geld verlieren. 2200 Euro pro Tag. Die Kriminalitätsstatistik im Land ist eigentlich erfreulich. Die Zahl der Straftaten geht seit Jahren zurück und die Aufklärungsquote steigt. Dennoch schlagen Opferhilfeorganisationen wie der Weiße Ring Alarm. Sie beklagen zu wenig Hilfsbereitschaft. Einbruch, Körperverletzung, Cyberkriminalität. Die Zahlen in Mecklenburg-Vorpommern sind erfreulich rückläufig. Gerade im Bereich Wohnungseinbruch konnte die Polizei weniger Fälle verzeichnen, entgegen dem Trend der vergangenen Jahre. Gestiegen ist vor allem auch die Aufklärungsquote von 25,8 auf 31,8%. Also wir haben uns im letzten Jahr zu verzeichnen gehabt, einen besonderen Schwerpunkt im Raum Vorpommern-Greifswald in der Nähe zur Grenze. Die Polizeiinspektion hat daraufhin dort ein umfangreiches Programm aufgelegt, sehr viel Aufklärung, mit mehr Personal vor Ort tätig gewesen. Wir haben im jetzigen Bericht zu verzeichnen, dass wir dort einen Rückgang haben, was uns natürlich sehr freut, aber andererseits stellen wir fest, dass im grenznahen oder im Bereich zu Hamburg, im Ländergrenzbereich, eine Anstieg gerade im Landkreis Ludwigslust-Parchim zu verzeichnen ist, was sicherlich auch aufgrund der Nähe zu Hamburg und dort offensichtlich organisierter Bandenstruktur zurückzuführen ist. Das heißt, wir werden als PI bzw. als LKA uns auch in dieser Region verstärkt mit der Frage Prävention, Aufklärung und polizeilichen Einsatzmaßnahmen beschäftigen. 31% Aufklärung, das heißt im Umkehrschluss fast 70% werden allein beim Wohnungseinbruch nicht aufgeklärt. Was bedeutet das für die Opfer? Hilflosigkeit, Angst? Um mit diesen Gefühlen nicht alleine zu bleiben, sind Opferhilfeorganisationen wie der Weiße Ring für alle Straftatgeschädigten zur Stelle. Wolfgang Winterfeld ist einer von 145 ehrenamtlichen Mitarbeitern in 17 Außenstellen des Weißen Rings in MV. Sie helfen mit Ratschlägen, Betreuung und vor allem auch mit finanziellen Mitteln. Der Bedarf ist auch trotz gesunkener Fallzahlen hoch. Es gibt ja immer noch eine große Dunkelziffer von Fällen von Menschen, die Opfer geworden sind, die sich nicht an die Polizei wenden, die Straftaten nicht anzeigen und die dann auch als Opfer alleine bleiben. Also insofern gibt es noch eine ganze Menge zu tun, auch in unserem Land. Ob direkte Soforthilfen, Rechtsberatungschecks oder wenn es zum Beispiel darum geht, geschädigte Kinder mit einem Urlaub auf andere Gedanken zu bringen. 163.500 Euro hat der Weiße Ring allein in MV im vergangenen Jahr an Opfer gezahlt. Dabei will sich der Opferhilfeverband seine Unabhängigkeit erhalten. Der Weiße Ring nimmt bis auf die Geldauflagen von den Gerichten, den Staatsanwaltschaften, Finanzämtern keine Hilfen des Staates an, weil wir davon nicht abhängig werden wollen. Wir wollen auch allein auf der Seite der Opfer stehen können. Und insofern ist unsere Philosophie eben als Verein die, dass wir keine institutionellen Förderungen seitens des Staates annehmen. Also sind die Opferhelfer vor allem auf Spenden angewiesen. Doch genau hier gibt es Probleme. Um 37% sank die Spendenbereitschaft im Land im Vergleich zum Vorjahr. So stehen den Ausgaben des Landesverbandes nur 64.000 Euro Einnahmen gegenüber, eine Lücke von fast 100.000 Euro. Diese wurde bisher von anderen Landesverbänden geschlossen. Wie lange dort die Bereitschaft dazu vorhanden ist, ist nicht absehbar. Hat der Rückgang der Spendenbereitschaft eventuell mit dem Rückgang in der Kriminalitätsstatistik und einem damit verbundenen gestiegenen Sicherheitsgefühl zu tun? Der Innenminister bezweifelt das. Ich glaube im Gegenteil, die Bevölkerung ist durch die tägliche mediale Berichterstattung, wie die Weltentwicklung ist, die Entwicklung in Europa schon sehr beunruhigt. Die terroristischen Anschläge in Frankreich, in Belgien haben gezeigt, dass es mitten im Zentrum von Europa gefährliche Auseinandersetzungen gibt und dementsprechend ist eher das Gefühl nach mehr Sicherheit, nach auch mehr Finanzeinsätzen gestiegen und deswegen gibt es keinen Zusammenhang zwischen der Spendenbereitschaft Weißer Ring und der Gesamtsituation. Richtig ist auch, dass ich mir natürlich persönlich wünschte,
dass das ein oder andere Gericht, was die Straftäter zu Geldstrafen verurteilt, den Weißen Ring vielleicht hier und dort stärker berücksichtigt, als das in den vergangenen Jahren der Fall gewesen ist. Aber das ist eine Entscheidung, die muss in der Justiz getroffen werden. Das ist auch gut so, weil sie ist ihr Zuständigkeitsbereich. Mehr Einnahmen aus Gerichtsauflagen zu bekommen, wäre eine Variante. Im vergangenen Jahr sind mehr als die Hälfte der gerichtlichen Geldauflagen in die Staatskasse und nicht zu gemeinnützigen Organisationen geflossen. Hier ist also auf jeden Fall Potenzial vorhanden. Mehr Spenden für die Opferhilfe sind allerdings unumgänglich. Dafür muss der Opferschutz insgesamt noch stärker in die Öffentlichkeit treten. Dasselbe gilt für das Thema Traumaambulanzen. Auf Betreiben des Weißen Rings wurden diese im vergangenen Jahr im ganzen Land eingerichtet, zum Beispiel in den Schweriner Helios-Kliniken. Opfer von Gewalt bekommen hier psychotherapeutische Hilfe. Das Angebot wurde bisher ausgesprochen wenig angenommen. Dabei ist der Zugang zu den Traumaambulanzen bewusst einfach gehalten. Das ist hier gerade der Vorteil, dass man dort als Kriminalitätsopfer sofort eine Beratung bekommt und nicht wie andere Menschen, die an psychischen Problemen erkrankt sind, ja teilweise ein Jahr auf ihre psychotherapeutische Beratung warten müssen, um einen Termin zu bekommen, geht das für Kriminalitätsopfer von heute auf morgen. Nur einer von vielen Bereichen, bei denen sich der Weiße Ring stark macht. Übrigens, jeder Euro, der hier dem Bundesverband gespendet wird, kommt Opfern von Straftaten in MV zugute. Einen Kita-Platz zu finden, ist ja schon schwierig genug. Doch wie mag es denen gehen, die im Schichtdienst arbeiten, die sich die Frage stellen müssen, wo bleibt mein Kind morgens um 5 oder abends um 10? Die wären sicherlich froh, wenn es ein Angebot wie die 24-Stunden-Kita geben würde. In Schwerin funktioniert das Konzept schon ganz gut, in Rostock allerdings tut man sich da sehr schwer. Eine reguläre Arbeitszeit von 9 bis 17 Uhr, davon können viele nur träumen. Wer im Schichtdienst arbeitet, den plagt häufig das schlechte Gewissen, wenn es um die Unterbringung des eigenen Kindes geht. Doch manchmal ist es eben nicht anders möglich. Und tatsächlich wird die Nachfrage nach einer 24-Stunden-Rundumbetreuung für Kids immer größer. Seit langem beschäftigt sich darum auch die Rostocker Bürgerschaft mit dem Thema. Wirklich voran ging es bislang aber nicht. Dabei sollte hier in der Humperdingstraße bereits im Oktober 2015 die erste 24-Stunden-Kita in Rostock öffnen. Der Betreiber, die Gesellschaft für Gesundheit und Pädagogik, GGP, ließ extra dafür anbauen. Doch es kam nicht zur Eröffnung, unter anderem, weil die Frage der Finanzierung nicht endgültig geklärt war. Eine 24-Stunden-Kita kostet natürlich mehr Geld als eine Kindertagesstätte, die von morgens bis abends geöffnet hat. Auch wenn das letztlich nur verschobene Zeiten sind, ist es natürlich für den Betreiber ein höherer Aufwand. Dieser Aufwand muss letztlich durch die Kommune und muss durch die Eltern bezahlt werden. Und das ist letztlich der Knackpunkt, wer für diesen Aufwand dann gerade steht. Im Februar wurde von der GGP der noch ausstehende Antrag auf Betriebserlaubnis gestellt. Projektleiter Wolfgang Richter und Kita-Hausleiterin Sandra Dimirci zeigen sich optimistisch, dass auch die Finanzierungsfrage demnächst geklärt werden kann. Man sei in den Gesprächen mit der Stadt auf einem guten Weg. Außerdem habe man die Hoffnung auf Bundesmittel. Und es ist ja kein Geheimnis, dass wir dieses Schweriner Finanzierungsmodell als gut geeignet ansehen. Und in Schwerin ist es so, dass die Kommune und die Eltern sich in die Mehrkosten, also nicht in die Regelkosten für die normalen Betreuungszeiten, sondern in die Mehrkosten teilen. Zu welcher Entscheidung die Stadt kommt, müssen wir sehen. Und dann ist es sehr positiv, denke ich, dass wir als Träger einen Antrag beim Bundesprogramm Kita Plus gestellt haben, wo es ja ausdrücklich um die erweiterten Öffnungszeiten geht. Und dort haben wir sehr positive Signale von der Servicestelle dieses Bundesprogramms, dass wir sehr gute Chancen auf Förderung von 2016 bis 2018 insgesamt in Höhe von 600.000 Euro haben. Dass der Bedarf in Rostock da ist, zeigen die etwa 100 Anmeldungen, die es bereits bei der Kita in der Humperdingstraße gibt. Vor allem bei Eltern, die bei der Polizei, im Krankenhaus oder in der Uni arbeiten, insbesondere aber auch bei Alleinerziehenden, sei die Nachfrage groß, sagt Sandra Dimirci. Schon jetzt bietet die Kita verlängerte Öffnungszeiten bis 19 Uhr. Noch weiter, zum Beispiel bis 21 Uhr zu verlängern, kommt für sie aber nicht in Frage. Dann lieber eine 24-Stunden-Betreuung, sagt sie.
für die 24-Stunden-Kita spricht einfach, dass die Kinder dann abends nach dem Abendbrot ins Bett gehen können und nicht noch um 21 Uhr oder um 22 Uhr von den Eltern abgeholt werden. Das heißt, man reißt sie aus dem Schlaf raus, sie werden dann ins Auto gepackt, nach Hause gebracht, wieder ins Bett gebracht. Das wollen wir nicht, weil uns geht es um das Wohl des Kindes. Und jedes Kind hat nachher um 19 Uhr, spätestens um 20 Uhr beginnt ja die Schlafenszeit. Und dann sollten Kinder nicht mehr in der Kita sein und sollten dann dort nochmal von Eltern so spät abgeholt werden. In Schwerin wurde das Konzept bereits erfolgreich umgesetzt. Die Landesregierung fordert das zuständige Sozialamt in Rostock seit langem auf, das Projekt in der Hansestadt mit voranzutreiben. Die Landeshauptstadt Schwerin hat sich ja auch relativ frühzeitig zu dieser 24-Stunden-Kita bekannt und gibt auch einen eigenen Anteil an Mitteln, um gerade Eltern auch zu entlasten. Das wünsche ich mir auch von der Hansestadt Rostock, dass man dort auch den Schritt geht, wie ihn auch die Bürgerschaft fordert, eine entsprechende Beteiligung der Hansestadt an den Kosten. Und ich möchte einfach darauf verweisen, dass wir jetzt mit dem Betreuungsgeld, was ja jetzt fließt, an die Kreise und kreisfreien Städte, die Hansestadt Rostock für 2016 1 Million Euro bekommt, da müsste es doch möglich sein, gegebenenfalls auch einen gewissen Betrag für die 24-Stunden-Kita zu geben. Wir selbst als Landesregierung haben uns vorgenommen, dann auch in der nächsten Legislatur zu schauen, wie wir auch unterstützen können. Aber zum jetzigen Zeitpunkt, denke ich, ist die Hansestadt Rostock sehr wohl in der Lage, da einen Beitrag zu leisten. Es ist letztlich eine Frage des Willens. Ob das Konzept 24-Stunden-Kita ein Experiment mit vielen Bedenken bleibt oder zum erfolgreichen Zukunftsmodell wird, das muss sich noch zeigen. Bis zu unserer neuen Folge müssen Sie noch etwas Geduld haben. Doch im Programm der nächsten Woche hier auf MV1 treffen wir uns wieder. Und dann begrüße ich Sie hier am alten Strom von Warnemünde, um Ihnen Geschichten zu erzählen von Warnemünder Kapitänen. Ich freue mich auf Sie. MV1, mein Land, mein Sender, präsentiert die Warnemünder Portpartys 2016. Feiern Sie mit, wenn die Giganten der Meere den Hafen verlassen. Kommen Sie zur Portparty nach Warnemünde. Auf der Santa Barbara Anna, der schwimmenden Bühne, gibt es Live-Musik und beste Unterhaltung rund um das Thema Kreuzfahrtschiffe. Erleben Sie tanzende Schlepper und ein Höhenfeuerwerk zum Auslaufen des letzten Schiffes ab 17 Uhr am Passagierkai Warnemünde. Präsentiert von MV1, mein Land, mein Sender. Infos unter www.hanseatische-events.de. MV1, mein Land, mein Sender, präsentiert die lange Nacht der Wissenschaften 2016 in Rostock. Erleben Sie als große und kleine Entdecker unsere Forschungslandschaft. Werden Sie Teil der Wissenschaft. Hier erfahren Sie, wie man ein Gehirn plastiniert. Oder was es mit Scientia Mortuorum auf sich hat. Werden Sie Mitwisser. Ich bin mal ein paar Schritte weitergegangen, denn hier gibt es auch noch ein Zeugnis aus der Zeit der Klostergründung in Althof, nämlich die Reste einer alten Klosterscheune. Und wenn Sie jetzt denken, das ist ja alles ganz schön hier in Althof, aber hier ist ja nichts los, weit gefehlt, ich kann Ihnen den Handwerkermarkt am 30. April ans Herz legen. Der findet nämlich genau hier statt, mit ganz viel Musik, vielem für Kinder und natürlich haben sich ungefähr 24 Handwerker hier angemeldet. Also es gibt ein ganz breites Programm. Und bei uns im Programm geht es jetzt weiter mit dem Blickpunkt MV. Hallo.
Am 8. April wurde der Rostocker Fotograf Gerhard Weber in einer Feierstunde im Kulturhistorischen Museum mit der Kempowski-Medaille geehrt. Verliehen wurde die Medaille vom Verein Kempowski Archiv Rostock, ein bürgerliches Haus. Gerhard Weber erhielt die Medaille für sein Fotobuch Kempowskis Rostock und sein ehrenamtliches Engagement für das Archiv des Rostocker Schriftstellers, der sich mit seinen Rostock-Romanen weltweit einen Namen machte. Als Laudator würdigte der ehemalige Bürgermeister der Hansestadt, Dieter Schröder, das Schaffen des unermüdlichen Stadtchronisten. Es eint beide, Kempowski und Gerhard Weber, ja, die Entschlossenheit, Rostock zu rekonstruieren, wie es vor, man muss schon sagen, vor 42, vor dem Bombenangriff existiert hat. Und sie beide haben eine heftige Anstrengung unternommen, dieses zu einer Vollendung zu bringen. Seit den 60er Jahren dokumentiert Gerhard Weber in seinen Fotos das Leben, die Architektur und vor allem die Menschen Rostocks. Er gehört zum Stadtbild, auf dem Fahrrad. Die Fototasche umgehängt ist der 1948 geborene Weber täglich auf der Suche nach seinen Motiven. Seit Jahrzehnten baut er an einem der größten Fotoarchive der Hansestadt. Zahlreiche Ausstellungen und Publikationen haben Gerhard Weber weit über die Grenzen seiner Heimatstadt hinaus bekannt gemacht. Also das erste Mal ist tatsächlich 41 Jahre her. Und da wurde damals, wie wir das hier nannten, im Westfernsehen ein Film ausgestrahlt nach Kempowskis Roman. Und das war für mich eine so unglaubliche Überraschung, einen Rostocker, der etwas geschrieben hat über die Zeit, die direkt vor mir gewesen ist. Und all diese Menschen, die ich dort sah und diese Ausdrücke, die kannte ich auch, weil meine Großeltern, meine Mutter, die haben ähnliche Sachen gesagt. Und ich finde es also unerhört interessant, auch mal zu erwähnen, dass ich also 1948 geboren bin, Kempowski 29. Aber diese Nähe der Zeit war unglaublich. Es war noch so viel da von der Stadt, die der Kempowski beschreibt. Nicht an der Architektur, aber diese Grundhaltung der Leute, dieses Gerede, das Getue. So, wenn da gibt es eine Szene, da geht so ein älterer Herr vorbei und der Kempowski-Vater sagt, das ist auch so eine Existenz. Das war auch eine Ausdrucksweise meiner Mutter. Und das fand ich toll. Die Geschichte und das Bewahren der Geschichte in Bildern, die wiederum Geschichten erzählen, so könnte das Wirken Gerhard Webers beschrieben werden. MV1 verbindet eine lange Partnerschaft mit dem Fotografen. Hätten auch wir eine Medaille zu vergeben, Gerhard Weber hätte sie schon längst. MV1. Mein Land, mein Sender. Mehr als nur ein fahrbarer Untersatz. Für viele ist das Auto die schönste und wichtigste Nebensache der Welt. Auf der 23. Autotrend in der Hansemesse Rostock gab es für Liebhaber unendlich viel Auto. 62 Aussteller zeigten vor allem auch Neuwagen. Mehr als 20.000 Besucher kamen an 3 Tagen auf das Messegelände. Ungewöhnliche und besondere Wagen standen beim Warnow-Tunnel-Tuning-Pokal. Zum 12. Mal veranstaltete die Warnow-Querung GmbH den Wettbewerb der Autotuner. 8 spezielle Fahrzeuge warteten auf den strengen Blick der Jury. Die bestand aus Vertretern von Fachbetrieben. Jeder Experte war für einen bestimmten Bereich verantwortlich. Kfz-Meister Martin Fock warf einen genauen Blick auf die Motoren. Wie aufwendig das ist und wie ordentlich es gemacht wurde und wie schön es aussieht. Es ist schon recht unterschiedlich und individuell. Man muss schon genau gucken, dass man das Individuelle auch findet daran. Ja, es sind Unterschiede in Lackierung, in welche Soundmöglichkeiten die haben. Das ist so vielseitig. Also das, und das wird auch schön bewertet. Das ist das Schöne an der Sache, dass wir so eine fachkundige Jury haben und dass das dann alles genauestens bewertet wird. Auch die Verkehrssicherheit spielte bei der Bewertung eine Rolle. Schließlich sind alle getunten Fahrzeuge für den Straßenverkehr zugelassen. Unter den Augen der neutralen Besucher hatte sich schnell dieser Seat Leon als Favorit herauskristallisiert. Und tatsächlich konnte André Klüber aus Lubmin den Pokal des Gesamtsiegers in Empfang nehmen. Gemeinsam mit den 350 Euro Preisgeld natürlich. Für dieses Hobby braucht es einen langen Atem.
Ich kann nur sagen, ich habe das Auto seit 2007 und seit 2007 bis jetzt immer nach und nach. Auch jetzt das Thema mit den Ankern und so was, das habe ich so aufgefasst, weil ich komme von der Küste und das wollte ich damit ausdrücken. Ja, und so Kleinigkeiten, ja, man sieht immer irgendwo was und dann will man das auch immer irgendwie haben. Und deswegen immer so nach und nach drauf hinsparen und alles. Deswegen zieht sich das so über die Jahre so hin, ja. Das Preisgeld wird erstmal zur Seite gepackt. Wer weiß, vielleicht gibt es ja demnächst wieder etwas Schönes für den Seat, das André unbedingt haben will. MV1. Mein Land. Mein Sender. Der Internetauftritt des Rostocker Klinikums Südstadt gewann Silber im bundesweiten Wettbewerb der Krankenhauswebseiten. Zum zweiten Mal landet das Klinikum unter den Top 10 der Deutschlandbesten, eine absolute Ausnahme. Von Platz 5 im vergangenen Jahr gelang nun mit Hilfe der hiesigen Werbeagentur Yakota der Sprung auf das Siegertreppchen. Insgesamt 223 Kliniken nahmen am Wettbewerb teil. Die unabhängige Jury nahm jeden möglichen Aspekt genau unter die Lupe. Vom allgemeinen Design über Sprache bis hin zur Eignung für Menschen mit Handicap. Das Ergebnis lautet: zweitbeste Klinikwebseite Deutschlands. Das ist ein Auswahlkatalog von über 200 Kriterien, den wir prüfen, wissenschaftlich prüfen. Und es gibt nicht ein einzelnes Kriterium, weshalb man jetzt diesen Preis gewinnen kann, sondern man muss in allen, ich sag mal, besonders gut sein. Und das Klinikum hier in Rostock hat natürlich zum einen gute Informationen, es hat einen klaren Webseitenaufbau. Es bietet eben Dinge, die jetzt nicht andere Häuser auch in dieser gleichen Qualität anbieten. Wir haben es nicht mit gesunden Menschen zu tun, wenn uns Patientinnen und Patienten suchen, sondern es gibt möglicherweise eine Einschränkung. Und die haben wir mit dem Auftritt unserer Seiten versucht zu lösen, indem wir erreichbar sind und für jede mögliche Fragestellung auch die richtige Antwort geben können. Es gibt 1300 Beschäftigte. Viele Leute, die das Ganze interessiert und die auch natürlich Interesse haben, dass diese Website gut und informativ ist, diese Leute zusammenzubringen, deren Bedürfnisse zu erfahren und dann auch entsprechende Umsetzung zu finden, das ist sicherlich die schwierigste Aufgabe an der Sache. Ein Ass im Ärmel der Klinikwebseite, auf allen Fotos sind reale Mitarbeiter zu sehen. Auf eingekaufte Bilder wurde bewusst verzichtet. So können Patienten, Ärzten und Schwestern per Internet in die Augen schauen. Eine Idee, die Vertrauen schafft. MV1. Mein Land. Mein Sender. Die Windenergiebranche im Land steht vor großen Herausforderungen. Die vom Bund vorgesehene weitere Reduzierung der Ausbaumenge, Ausschreibungen, das Bürgerbeteiligungsgesetz und vieles mehr kommt auf sie zu. Auf der Zukunftskonferenz Wind und Maritim in Rostock haben Branchenexperten vor allem politische Verlässlichkeit gefordert. Hintergrund ist die vorgesehene Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes EEG, nach der eine erneute Reduzierung der Ausbaumengen vorgesehen ist. Damit wird im Grunde genommen das EEG 2014 und das, was dort beschlossen war, nochmal reduziert. Und zusätzlich gibt es eine sogenannte Weltformel, mit der nachträglich nochmal eine über die Strommenge noch eine Reduzierung stattfindet. Und da glauben wir, dass gemäß den Berechnungen, die uns vorliegen, der Windenergieausbau an Land in Deutschland bis auf 500 Megawatt, 500 bis 1000 so etwa reduziert werden könnte. Und das entspricht ja quasi einer Vollbremsung. Die Bundesregierung ignoriere damit die Bedarfslücke, die durch die Abschaltung der Atomkraftwerke bis 2022 entstehen wird, hieß es. Die aktuelle EEG-Novelle sieht außerdem vor, dass Windstromanbieter ihre Leistungen künftig ausschreiben. Durch den Wettbewerb soll der Strompreis für den Verbraucher günstiger werden. Die Windenergie-Experten in Mecklenburg-Vorpommern fordern eine behutsame Startphase, damit auch kleinere Investoren gegenüber großen erfahrenen Anbietern eine Chance haben. Es geht nicht gegen Ausschreibung, sondern es geht darum, wie macht man das? Weil wir haben viele kleine Unternehmen, die ausschließlich in Deutschland oder regional nur tätig sind. Für die ist das völliges Neuland. Da muss man halt gucken, wie macht man ein Übergangsszenario, wer darf teilnehmen, wo legt man die Teilnahmevoraussetzungen hin, damit eben kleine Akteure nicht ausgeschlossen sind. Das ist so ein bisschen die Debatte. Wir wollen also über das Wie diskutieren, nicht über das Ob. Das ist schon von über zwei Jahren angekündigt worden, dass an der Stelle auch keiner überrascht ist. Zum Teil sind wir bloß über die Begleitregelung überrascht. An den Stellen ist aber, glaube ich, das Gesetzespaket auch noch nicht zugeschnürt. Und ich bin guter Dinge, dass es weniger schlimm kommt, als momentan mancher befürchtet.
Von einer Windenergiekrise war auf der Konferenz die Rede. Doch der ehemalige Bundesumweltminister Klaus Töpfer machte Mut. Es bräuchte jetzt vor allem Steherqualitäten, um noch mehr Akzeptanz in der Bevölkerung zu erlangen. Die Windenergie müsse unbedingt weiter vorangetrieben werden, um die Klimaschutzziele von Paris zu erreichen. Sie sei eine global bedeutsame Technologie. Ich glaube, wir brauchen Windkraft für die Zukunft. In unserem Land noch viel stärker auch weltweit. Wir gehen in eine Welt hinein mit 9 Milliarden Menschen. Die alle wollen ein menschenwürdiges Leben haben und dafür braucht man Energie. Ich habe 8 Jahre lang in Afrika gelebt und ich weiß, Armut ist zuerst und zuallererst Energiearmut. Und dann ist es eine tolle Sache, dass wir in Deutschland neue Energieträger entwickelt haben. Sonne, Wind jetzt nutzen können und zu immer günstigeren Gewinnungskosten nutzen können. Und deswegen ist das eine große Verpflichtung, die Deutschland übernommen hat. Man blickt auf uns und man wird sehen, ob eine solche führende Industrienation mit großen Exportkapazitäten so etwas zustande bringt, wenn es hier gelingt, ging es bei anderen auch. Optimistische Stimmung auch auf dem Abendempfang im Lokschuppen beim Rostocker Stadthafen. Allen ist klar, Mecklenburg-Vorpommern spielt eine Vorreiterrolle beim Ausbau der Windenergie. Und auch die Landesregierung ist sich der globalen Verantwortung bewusst und zieht an einem Strang. Das spüren auch die Investoren wie der spanische Energiekonzern Iberdrola, der nordöstlich von Rügen den Windpark Wikinger baut. Ja, ich bin sehr zufrieden mit dem, was im Land Mecklenburg-Vorpommern passiert. Wir haben ja die notwendige Infrastruktur, Hafen, Küstennähe, aber auch eben die Unterstützung bei den Behörden in den alltäglichen Genehmigungsverfahren, sehr konstruktives Herangehen. Das ist also auch ganz, ganz wichtig zu wissen, und zwar von allen beteiligten Ministerien und Behörden. Wirtschaftsstaatssekretär Stefan Rudolph hatte einen klaren Appell an die Bundesregierung. Sie müsse sich uneingeschränkt zum Ausbau der Windenergie bekennen, um Investoren Planungssicherheit zu geben. Natürlich weht der Wind an der Küste am stärksten. Hier hat man das größte Potenzial. Doch es sei wichtig, dass auch die anderen Bundesländer mitziehen. Es ist eben ein Bundesland und der Bund besteht aber aus 16 Bundesländern und die Diskussion unter den 16, die ist zumindest zuweilen anstrengend. Fest steht, die Energiewende ist nicht nur notwendig, sondern auch eine enorme wirtschaftspolitische Chance für Mecklenburg-Vorpommern. Und nicht nur die Investoren und Hersteller von Windkraftanlagen profitieren davon, sondern auch viele andere, wie das Aus- und Fortbildungszentrum Rostock. Dadurch, dass wir eine Energiewende in Deutschland machen wollen, ist es für uns ganz wichtig, am Ball da zu bleiben, diese Chance zu sehen und entsprechende Trainings für Menschen, die auf Windkraftanlagen arbeiten müssen, ihnen Sicherheit zu geben, ihnen die Möglichkeit zu geben, ganz deutlich zu sagen, was passiert, wenn ein Unfall ist, wo können wir helfen und unterstützen. Die Zukunftskonferenz ist die jährliche Fachkonferenz des Wind Energy Networks in Rostock. In diesem Jahr hatten mehr als 350 Branchenexperten aus ganz Europa teilgenommen. MV1. Mein Land, mein Sender. Schicke Kleider, Musik und ausgelassene Stimmung beim Unternehmerball am 8. April im Warnemünder Hotel Neptun. Rund 160 Gäste waren der Einladung von Manuela Balan, Geschäftsführerin des Unternehmerverbandes Rostock-Mittleres Mecklenburg, gefolgt. Wir haben den Hut auf, so das Motto der Veranstaltung. Ein Motto, finde ich, gehört immer zu einem Ball. Und was passt besser zu einem Ball als Mode? Und Hutmode ist etwas ganz Besonderes, glaube ich. Und deshalb haben wir gesagt, wenn der Unternehmer schon jeden Tag den Hut aufhabt, dann soll er das auch mal abends beim Ball zeigen. Und ich glaube, viele Damen interessieren sich auch dafür, welche neuen Trends gibt es. Und deshalb haben wir das Motto so ausgewählt, dass sich jeder damit ein bisschen beschäftigen kann und nicht nur einen festlichen Rahmen dafür gibt. Ohne Hut ging an diesem Abend gar nichts. Marie-Antoinette Rieger vom gleichnamigen Hutsalon in Schwerin brachte gleich mehrere schmucke Kopfbedeckungen an den Mann bzw. an die Frau.
Die Lübecker Moderatorin Tanja Roll führte unterhaltsam durch den Abend. Für tanzbare Musik sorgte die Berliner Band Music and Voice. Schweriner Höfe. Erleben Sie kulinarische Highlights. Ob gut bürgerlich oder in dem XXXL-Restaurant der Landeshauptstadt. Der leckere Mittagssnack, der erfrischende Frozenjoghurt und die beliebten Restaurants sind für Sie nur wenige Schritte voneinander entfernt. Wir sind für Sie da, die Schweriner Höfe. Offen, echt, anders. Junge Leute, die den Mut zur Selbstständigkeit haben, gibt es immer weniger im Land. Wenn Sie sich erinnern, zur Wendezeit war das noch ganz anders. Da gab es einen regelrechten Gründerboom. Viele, viele haben sich selbstständig gemacht, mal mehr und mal weniger erfolgreich. Eine, die es wirklich weit gebracht hat, stellen wir Ihnen jetzt vor, Christine Fibian mit ihrer Firma Adiantdruck. 1991 hat Christine Fibian den Weg in die Selbstständigkeit gewagt und die Firma Adiantdruck gegründet. Was als kleine Offset-Druckerei im Rostocker Stadtzentrum begann, ist rasant gewachsen. So rasant, dass schon bald eine neue Halle in Rogentin gebaut wurde. Im März 1995 sind wir dann hierher umgezogen, in die neuen Räume. Der Umzug war nicht einfach, insbesondere 1995 habe ich auch mein erstes Kind geboren. Das war schon eine schwierige Situation und eine große Herausforderung. Im Nachhinein, wenn alles überstanden ist, ist man natürlich glücklich, dass man das geschafft hat. Adiantdruck bietet heute den kompletten Service vom klassischen Satz über individuelle Layouts, Digitaldruck, hochwertige Veredlungen oder Liefer- und Mailing-Service. Das Besondere, es wird mit einer variablen Datenbank gearbeitet, mit der in kürzester Zeit ganz spezielle Lösungen realisiert werden können. Diese Datenbank konnte Christine Fibian aufgrund ihres Mathematikstudiums und ihrer Programmierkenntnisse selbst entwickeln. Heute muss ich sagen, diese Kombination Mathematik und Drucktechnik bzw. IT und Drucktechnik, das ist die Erfüllung meiner Wünsche. Also es macht mir so viel Spaß, sowohl dieses theoretische IT-Wissen anzuwenden, als auch die Praxis in der Produktion im Druck zu haben. Gerade bei der Produktion von personalisierten Mailings, also von Massenpostsendungen mit unterschiedlichem Inhalt und unterschiedlichen Beilagen, konnten die Mitarbeiter schnell und flexibel auf die Kundenwünsche eingehen, auch dank einer neuen Software. Bestandteil unserer Software sind auch OMR-Kennzeichnungen von Briefen. Wir können sowohl gelieferte OMR-Zeichen auslesen und verarbeiten, als auch selber die OMR-Zeichen anlegen und dann natürlich die selbst angelegten erst recht verarbeiten. Die OMR-Zeichen dienen dazu, dass die Kuvertierer flexibel arbeiten und briefgenau genau die Beilagen zusteuern, die gewünscht werden. Man kann zum Beispiel anhand der Adressdatei festlegen, bestimmte Postleitzahlen bekommen, bestimmte Werbeartikel mit zu kuvertiert und andere Postleitzahlenbereiche bekommen das nicht. Täglich gehen die Mitarbeiter mit sehr sensiblen Daten um, gerade wenn es um den Druck von Rechnungen und Mahnungen geht. Datensicherheit ist bei Adiantdruck dementsprechend großgeschrieben. 2015 wurde eine entsprechende Zertifizierung absolviert und ein Bereich der Halle zu Datenschutzräumen umgebaut. Und im Zuge dessen
haben wir auch biometrische Zugangskontrollen zu unseren Datenschutzräumen eingeführt. Und durch diese Datenschutzkontrollen bekommen nur zugangsberechtigte Personen Zutritt. Und die werden durch den Scan eines bestimmten Fingers erkannt und erhalten dann eben Zutritt und niemand anders. Die Zahl der Stammkunden wächst nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern, sondern mittlerweile in ganz Deutschland. Die mutige Entscheidung, sich 1991 direkt nach dem Studium selbstständig zu machen, hat die Unternehmerin Christine Fibian auch 25 Jahre später nicht bereut. Für alle Kulturinteressierten haben wir jetzt noch einige Tipps. Und zwar geht es in unserem Museumsführer diesmal um das Naturerlebniszentrum Myrizeum in Waren und die Uwe-Jonsson-Bibliothek in Güstrow. Uwe Jonsson ist neben Ernst Barlach wohl der bekannteste Güstrower. Nach dem Schriftsteller ist die hiesige Bibliothek benannt. In dem Gebäude finden Sie unter anderem die historische Bibliothek, deren Schätze bis ins 16. Jahrhundert zurückreichen. Auch der Sohn der Stadt, Uwe Jonsson, wird über die Namensgebung hinaus in der Bibliothek gewürdigt. Seit 2013 ist die Jonsson-Fotosammlung von Heinz Lembecker zu bestaunen. Dieser war Wegbegleiter und Fotograf von Uwe Jonsson und damit näher an dem Dichter dran als sonst jemand. Auch die Literatur Jonssons ist gesondert gesammelt und in der Bibliothek ausgestellt. Die Räume der Allgemeinen Bibliothek sind frei zugänglich. Für den Besuch der historischen Bibliothek können Sie Führungen für Gruppen bis 20 Personen buchen. Hierbei werden sowohl das alte Handwerk der Buchherstellung als auch die Geschichte alter Buchbestände lebendig erläutert. Bei diesem Exponat handelt es sich um die Prachtausgabe des 1911 erschienenen Forschungsbandes Die Avifauna Spitzbergensis. Dieses Buch handelt über die Forschungsreisen von Professor Alexander König, der die Bäreninsel bzw. auch das Spitzbergen-Archipel besuchte und dort mit seinem Assistenten Otto Leroy hier Aufnahmen gemacht hat, ornithologische Aufnahmen, Untersuchungen durchgeführt hat und diese Ergebnisse in diesem Buch veröffentlicht hat. Und es ist eine Prachtausgabe, also es ist erstmal sehr schwer, inhaltsschwer, hat 295 Seiten und die Prachtausgabe, Sie sehen es auch, ist auch sehr augenscheinlich. Es ist ein historisches Dokument auch, über 100 Jahre alt. Und für uns generiert sich dieser Wert natürlich aus dem Alter. Das heißt, dort wurden Landschaften, da wurde die Natur aufgenommen vor 100 Jahren. Und wenn wir heute den Blick vielleicht in die Landschaft werfen oder in die Natur, auch in so einem für uns exotischen Raum, und dort einen Vergleich machen, heute und damals, dann können wir auch Veränderungen feststellen. Und diese Veränderungen sind dann zwischen heutigen Belegen und damaligen Belegen dann in der Zeit dazwischen zu sehen. Das heißt, wenn wir ein Dokument von damals haben, Dokumente von heute haben, dann können wir natürlich dazwischen auch die Veränderungen feststellen. Das ist sehr, sehr wichtig für die Naturforschung, hier Vergleiche anstellen zu können. Und für uns im Myrizeum ist es sehr wichtig, denn wir betreiben nicht nur naturkundliche Forschung, sondern auch über die naturkundlichen Forscher. Das heißt, diese Verknüpfung, Herr König, Professor König, der ja auch nicht weit von hier das Rittergut Bücherhof besaß und dort auch jagte, dort lebte und dort seinen zoologischen Forschungen auch nachging. Und somit ist dieser Name auch eng mit Mecklenburg-Vorpommern und Mecklenburg natürlich verknüpft, sodass wir auch hier einen Beleg dieses Forschers haben, dieses großen Zoologen. Und da sind wir natürlich sehr glücklich darüber, dass wir von ihm dieses Buch hier in unserem Bestand haben. Und das war MV1, das Magazin. Ich verabschiede mich von Ihnen. Und wie gesagt, wenn Sie am 30. April noch nichts vorhaben, dann kommen Sie doch hier nach Althof zum Handwerkermarkt. Und außerdem gibt es von hier aus auch einen wunderschönen Wanderweg nach Hütten zu alten Fischteichen, die auch schon von den Zisterziensern genutzt wurden. Also genießen Sie unser wunderschönes Land auf die eine oder andere Weise. Machen Sie es gut.